Herzlich willkommen zur ersten Bergwerker Skiberatung für das Jahr 2019-2020. Heute im Fokus die Firma Stöckli mit ihrer Stormrider-Serie. Die Firma Stöckli baut seit 1935 Ski von Hand in der Schweiz. Dabei werden hochwertigste Materialien verwendet. Jeder Ski wird mit einer Seriennummer ausgestattet. Die Firma Stöckli steht für hohe Qualität bei tollem Skierlebnis. Ich will mal anfangen mit der Stormrider 85 Motion. Stormrider 85 Motion ist ein Damenski. Sehr schöner All-Mountain-Ski, den man sowohl auf der Piste als auch neben rausfahren kann. Die Eigenschaften von dem Ski sind hohe Laufruhe bei hohen Geschwindigkeiten und bei hartem Untergrund, also Piste, Eis. Aber auch wenn neuer Pulverschnee liegt oder wenn man schöne Verhältnisse abseits der Piste hat, macht der Ski sehr viel Spaß. Das gleiche gibt es für die Herren. Nennt sich Stormrider 88, auch der dieses Jahr im zweiten Jahr. Stormrider 88, toller All-Mountain-Ski mit einer 90er Mitte, 88er Mitte, der sowohl auf der Piste als auch neben Bors sehr viel Freude bringt. Erweitert wurde letztes Jahr die Serie um die Edge-Serie. Die Edge-Serie ist der erste leichte Ski, den Stöckli baut. Die Firma Stöckli konnte das jahrelang nicht darstellen. Aufgrund ihrer Pressen und aufgrund der Materialien war es ihnen nicht möglich, leichte Tourenski zu bauen. Der Edge 88 ist der erste leichte, echte Stöckli-Tourenski, der sehr gern von Bergführern benutzt wird. Aber auch unsere Kunden, die den Ski fahren und mit dem auf Tour gehen, haben da sehr viel Spaß dabei. Die haben dem Ski hinten eine Kerbe verpasst, damit das Fell nicht runterrutscht während der Tour. Und auch eine relativ hohe Kernspannung sorgt dafür, dass die Ski in Steiltraversen auf jeden Fall die Spannung halten und nicht wegrutschen. Edge 88, letztes Jahr sehr stark verkaufter Tourenski, wurde dann dieses Jahr um den Edge 100 erweitert. Der Edge 100 ist im Prinzip baugleich zum Edge 88, nur mit einer 100er Mitte. Auch hier hohe Vorspannung unterm Kern, toller Rocker für neben raus, relativ geringes Gewicht. Abgerundet wird die Stormrider-Serie durch die Stormrider 95 und Stormrider 105. Der Stormrider 95 ist ein Ski für jemanden, der sagt, ich brauche einen Freeride-Ski, der stabil läuft, trotzdem sehr agil funktioniert, in Kurzschwung durchaus fahrbar. Sie haben sie zuletzt im Jahr ein bisschen weicher vorne in der Schaufel gemacht. Das heißt, der Ski dreht ein bisschen besser ein und hat einen entspannteren Auswurf. Die sind nicht mehr so ganz aggressiv auf der Kante wie die letzten beiden Jahre. Neu im Programm dieses Jahr Stormrider 95. Auf jeden Fall eine Empfehlung für jemanden, der sagt, ich möchte den Ski schon auch mal auf der Piste fahren können, geht mit dem Teil, wird dann bei höheren Geschwindigkeiten immer ein bisschen unruhig. Der konsequente 105er ist dann die wirkliche Freeride-Nummer. 105 unter der Mitte lässt sich tatsächlich auch auf der Piste ganz gut fahren, aber hier ist dann wirklich so, dass der nicht ganz darauf ausgelegt wurde. Ist einfach ein Freeride-Ski, den man im Gelände benutzen sollte, dafür bringt er dort sehr viel Spaß. Alle Ski sind mit einer sogenannten T-Tech-Technik ausgerüstet. Die T-Tech-Technik bedeutet, dass der komplette Kern mit einem Titanalgurt überzogen wird. Das sorgt dafür, dass die Ski einfach eine sehr hohe Spannung, eine sehr hohe Lebenserwartung haben, bei gleichzeitig sehr großer Laufruhe. Die Stormrider 85 und Stormrider 88 Serie, also die All-Mountain Serie, kann man natürlich mit einer feststehenden Freeride-Bindung oder Pistenbindung fahren. Wir haben aber auch viele Kunden, die diesen Ski sich mit einer Tourenbindung bauen lassen. Da muss man einfach darauf achten, dass man nicht die schweren Tourenbindungen erwischt, weil die Ski von Haus aus nicht sehr leicht sind. Wenn man da jetzt mit einer schweren Rahmenbindung à la Marca oder Tirolia noch daherkommt, werden die Ski sehr schwer. Das heißt, sie werden fürs Touren dann doch relativ anstrengend. Bei den Edge 88 würden wir gerne immer leichte Spezialbindungen von ATK oder Plüm empfehlen, da die Ski, trotz dass Tourenski sind, nicht so leicht sind wie von anderen Firmen. Und wenn man sich da so schwere Bindungen draufschraubt, ist eigentlich das schöne, leichte Stöckli-Gefühl weg. Bei den Stormrider 95 und Stormrider 105 fährt man eigentlich mit feststehenden Freeride-Bindungen, aber auch hier bauen sich die Leute ganz gern Tourenbindungen drauf, damit sie ein bisschen damit hiken können. Hier empfiehlt es sich nicht unbedingt Leichtbaubindungen drauf zu schrauben, weil die Ski doch einen sehr hohen Response haben. Also sie geben doch gut Gegendruck in den Schuh. Und wenn da die Bindungen zu leicht ausgelegt sind, würden wir eher mit einer Baron von Marker oder mit einer Griffon empfehlen. Das war's von uns zur Firma Stöckli mit ihrer
ihrer Stormrider-Serie. Schaut einfach noch in unser anderes Video rein. Da erklären wir auch noch die Laser von denen. Die Laser ist die Pisten-Serie. Davon bauen sie deutlich mehr jedes Jahr. Noch kurz zu den Zahlen. Hier werden 5000 Stück im Jahr gebaut. Von den Lasers bauen sie ungefähr 45.000 Stück. Das heißt, der 5 Stück kommt auf 50.000 Ski im Jahr. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch die anderen Videos anschaut. Sagen für heute Danke und